Ich will das Rad zuerst drehen. Was für ein Glück für mich. Ich mag wirklich Würstchen. Es ist so cool, dass ich so ein Ding bekommen habe. Eine riesige Wurst, um genau zu sein. Lecker. Und jetzt kann ich schauen, welche Leckerei ich bekomme. Mann, ich wollte einen Leckerbissen, keine hässliche Kakerlake. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, alles zu verändern. Nein, ich lasse es nicht zu. Willst du, dass ich diesen ekelhaften Zeug esse? Ich meine, es stinkt oder es krabbelt. Nein, das mache ich nicht. Ich habe schon jetzt große Angst vor ihnen. Wenn du es nicht auf die einfache Tour machen willst, wir haben ein Bestrafungsrad. Nein, ich würde lieber Kakerlaken essen. Obwohl sie überhaupt nicht zu meiner leckeren Pizza passen. Sie haben meine Hand angegriffen. Nein, dafür habe ich mich nicht angemeldet. Juli, worauf wartest du noch? Okay. Du sollst schon deine Wurst essen. Ich stimme völlig zu. Ich denke, ich mache einen Hotdog aus Pizza. Mit einem leckeren Wurstbelag. Sieh nur, wie groß und lecker sie ist. Das ist das Leckerste, was ich seit langem gegessen habe. Die Wurst ergänzt den Geschmack der Pizza perfekt. Sie ist so viel schmackhafter als normale Hotdogs. Juli, du zwingst mich, dir ein bisschen von deiner Köstlichkeit zu nehmen. Das würde ich sehr gerne tun. Was machst du da? Wer hat dir erlaubt, meine Wurst und meine Pizza anzufassen? Gib mir meinen Hotdog zurück. Schäme dich. Iss deine Kakerlaken. Ich will nicht. Es gibt so viele von ihnen. Sie wollen offensichtlich meine Pizza essen. Wow, es gibt wirklich eine ganze Reihe von ihnen. Geht raus! Lass mich wenigstens einen Bissen Pizza essen. Wow, sie haben mir kaum etwas hinterlassen. Nun, das ist sogar noch praktischer. Sie hat gerade eine Kakerlake gegessen. Was für ein Albtraum. Ich glaube, da ist etwas in meinem Mund. Raus! Milas Mund ist jetzt eine Kakerlakenreich. Kann ich dieses Mal die Erste sein? Ich frage mich, was in dieser Runde auf mich zukommen wird. Oh nein! Bitte keine Würmer! Ich würde mit Kaugummi zufrieden sein. Hurra! Hubba Bubba! Ich mag es! Wunderbar! Jetzt bin ich an der Reihe, das Rad zu drehen. Was? Das ist nicht fair. Warum bekommen einige Kaugummis und andere Hühnerfüße? Sie sind ekelhaft und hässlich und widerlich. Ja, ich beneide dich nicht. Iss alles lieber schnell auf. Und worauf warte ich eigentlich noch? Jetzt ist es an der Zeit, diese Kaugummis auf die Pizza zu legen, damit sie schön und lecker wird. Sie sind hell und lang. Bingo! Die Pizza mit ihnen auf jeden Fall glänzen wird. Tada! Wie war es? Ich finde, es ist großartig. Ja, das sieht fantastisch aus. Nicht wie Hühnerfüße. Übrigens, ich habe eine tolle Idee. Mila wird den Streich mögen, den ich mir für sie ausgedacht habe. Was zum Teufel ist das? Nein, das ist zu viel. Ich wünschte, du würdest diese Pfoten auf deine Pizza legen, statt in mein Gesicht. Das wäre doch viel produktiver. Warum bin ich so bestraft? Ich könnte den Geschmack von Pizza genießen, aber ich muss an Hühnerfüßen ersticken. Wie war das? Juli, magst du es? Schmeckt die Pizza gut? Willst du mich auf den Arm nehmen? Iss deine Pizza. Okay. Das ist ein Kinderspiel. Eine schöne Pizza zu essen? Wie cool ist das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass Kaugummi und Pizza zusammen etwas Unglaubliches ergeben würden. Es ist so gut, dass ich gar nicht mehr aufhören will. Ich glaube nicht, dass ich seit langem eine bessere Pizza gegessen habe. Es ist Zeit für eine riesige Kaugummiblase. Wow, es ist wirklich groß. Je größer die Blase, desto cooler der Boom. Was ist hier los? Wo bin ich? Ich kann wegen der Flüssigkeit nichts mehr sehen. Das ist meine Chance, die ganzen Hühnerfüße loszuwerden. Pizza ohne sie zu essen schmeckt viel besser. Juli, denkst du, dass ich nichts gesehen habe? Du hast es nicht getan. Ich habe alles gesehen. Und für deinen Betrug wirst du dich dem Rad der Strafe drehen müssen. Oh nein, ich hoffe, ich bekomme etwas, das nicht gruselig ist.
Hurra! Der Regen ist sogar schön. Was wäre, wenn es Hühnerfüße regnen würde? Haha! Oh nein, ich bekomme eine Welle von diesen bösen Füßen. Juli, du siehst so lustig aus. Okay. Mal sehen, welche Leckereien mich dieses Mal erwarten. Oh ja, das nenne ich Glück. Es ist Zeit für ein paar Kaugummi-Augen. Man kann sie nicht nur essen, man kann auch damit spielen. Schau mal, Mila, ich habe Augen auf meinen Fingern. So, jetzt ist genug gelacht. Zeit, die Augen zu probieren. Wie war es? Schmecken sie gut? Sehr gut. Ich bin mir sicher, okay, dass meine Pizza unglaublich wird. Ich wollte auch den leckeren. Oh, Oktopusse. Oh nein. Sie sind so klein und schleimig und ekelhaft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schrecklich meine Pizza sein würde. Stell dir vor, wie unangenehm sie sein würde. Naja, das sieht sogar schrecklich aus. Igitt. Ich beneide dich nicht. Ich hingegen bin mir sicher, dass meine Pizza mit den Kaugummi-Augen köstlich sein wird. Wow. Es sieht sogar schön aus. Wunderbar. Wie lecker. Ich kann nicht aufhören. Ich könnte auch etwas Weingummis gebrauchen. Alle würden. Ich bin neidisch auf mich selbst, weil ich so eine leckere Pizza gegessen habe. Jetzt fallen mir sogar die Augen aus dem Mund. Haha, Jule, du machst Quatsch wie immer. Ich habe einfach sehr gute Laune. Mila, warum isst du nichts? Ich habe gehofft, du vergisst mich. Ich will diese Oktopusse wirklich nicht probieren. Ich hoffe, sie kleben nicht drinnen an mir. Die arme Mila, es ist wirklich ekelhaft für mich, es überhaupt anzuschauen. Ja, natürlich, da sind Oktopusse. Sie sind klebrig. Jule, findest du das witzig? Das ist überhaupt nicht witzig. Ich zeige es dir. Hui, was war das? Wie konntest du es wagen? Jetzt ist dir klar, dass Oktopusse überhaupt nicht lustig sind. Das hättest du nicht tun sollen. Warte, ich schiebe dir gleich eine Pizza in den Mund. Die ganze. Dann wirst du die Oktopusse bestimmt nicht entkommen. Nimm es. Igitt. Was für eine Abscheulichkeit. Jule, du bist sehr grausam. Ich bin es nicht. Ich bin nur fair. Bon Appetit. Entscheiden wir uns mit Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe gewonnen. Oh ja, ich mag Pommes frei sehr. Magst du Kakerlaken? Du bekommst sie unbedingt. Juli, du weißt, dass Schummeln nicht gut ist. Bring dir das Rad wieder so an, wie es war. Sonst sollst du zum Rad der Strafe greifen. Also gut. Hier sind meine Pommes frei. Es gibt so viele von ihnen. Und sie riechen so lecker. Ich kann kaum erwarten, sie zu essen. Juli, du bist an der Reihe, das Rad zu drehen. Stimmt, ich hoffe, es wird nicht auch noch lecker. Hauptsache, es schmeckt gut, es schmeckt gut. Nein, alles außer Knoblauch. Es stinkt so sehr. Seltsam, aus irgendeinem Grund gibt es keinen Knoblauch hier. Dann brauche ich nichts mehr zu essen. Schaue genauer hin. Irgendwoher kommt wirklich ein Geruch. Warum hat man dieses Zeug auf mich gehängt? Hey, you. Ekelhaft. Okay, zuerst muss ich den Knoblauch schälen. Ich habe sogar eine spezielle Box dafür. Zuerst soll ich alle Knoblauchzehen hineinlegen. Und in 2 Sekunden verwandelt sich der Knoblauch in geschälten Knoblauch. Fertig. Wow. Und es kann ein wirklich hübsches Muster auf einer Pizza ergeben. Wie ein Herz. Großartige Idee. Und ich werde Kartoffeln verwenden, um mein Gefühl zu teilen. Freude. Das heißt, ein süßes Smile-Gesicht zu zeichnen. Ein Smile ist viel besser als dein Herz. Naja, du hast es mir gerade nachgemacht. Nichts kann mehr Knoblauchherz besiegen. Jetzt musst du das Herz essen. Wie soll ich es essen? Das Herz ist so schön. Du bist immer nachlässig. Zeit für das Bestrafungsrad. Mann, ich habe überhaupt kein Glück.
Wow! Ich muss nicht nur Knoblauchpizza essen, sondern auch einen Smoothie im Mixer zubereiten. Wir haben einen Mixer, du hast also großes Glück. Ich frage mich sogar, was dabei herauskommen wird. Etwas sehr Böses, denke ich. Das werden wir gleich schauen. Los! Wenn ich ausbreche, ist Mila schuldig. Und diese Art von Mischen würde mich definitiv zum Kotzen bringen. Ja, ja, das sieht wirklich eklig aus. Es ist wie ein Mülleimer in meinem Mund. Mit diesem Duft werde ich nicht lange durchhalten. Igitt, aber das bedeutet nicht, dass ich es riechen muss. Halt mich fest, ich falle runter. Oh nein, Knoblauch hat sogar Mila vernichtet. Was für ein Horror. Ich bin hier, mir geht es gut. Wow, die Pommes landeten sogar in meinem Gesicht. Das war cool. Uns erwartet eine Challenge mit Torten. Cool, lass mich anfangen. Gerne. Mal sehen, mit welcher Zutat ich meine Torte dekorieren kann. Wie lange will dieses Rad sich eigentlich noch drehen? Bingo. Ich mach die Augen zu und stoppe es. Hey, what's the matter with you? What? Was? Wasabi? Ich habe von was Besserem geträumt. Come on! Hier, jetzt bist du dran, das Rad zu drehen. Ich hoffe, wenigstens habe ich Glück. Wow! Der Pfeil ist direkt in der Mitte. Das heißt, dass ich beides bekomme. Das sind Kinder Bueno und Nutella. Come on! Und das Beste daran ist, dass ich beides auf meine leckere Torte packen kann. Wow, wow, wow! Ich liebe Nutella. Aber wie lässt sich die Creme gleichmäßig über den Kuchen verteilen? Genau. Bingo. What? Hey. Oh. Was hat sie all vor? Right, all right, all right. Ich brauche ein paar Werkzeuge. Hey. Ein Spatel sollte mir helfen. Das sieht so köstlich aus. Diesen Kuchen würde ich auch gerne probieren. Awesome. Das ist noch nicht alles. Jetzt kann ich die Schokolade noch mit dem Roller gut verteilen. Pass mal auf. Und jetzt kommen noch die Schokoriegel dazu. Erstmal die Verpackung loswerden. Und dann kann ich mich an die Arbeit machen. Wow! Es ist sehr wichtig, die Maße nicht zu verwechseln. Okay. Deshalb benutze ich ein Maßband. Alles hat die perfekte Größe. Jetzt kann ich die Torte mit den Schokoriegeln umranden. Hey, worauf wartest du noch? Okay. Du hast noch zwei Tuben Wasabi. Die riechen sogar scharf. Aber ich werde beweisen, wie mutig ich bin. Wasabi kann mir doch keine Angst machen. Jetzt muss ich den Wasabi über den Kuchen verteilen. Kann ich deinen Spatel verwenden? Ich glaube, mir wird das nicht stören. What? Oh, da ist sogar noch etwas Nutella übrig. Erledigt. What? Natürlich werde ich den Spatel nicht waschen. Ha, Mia kriegt etwas Wasabi hinzu. Seltsam, wieso ist die Schokolade grün? Ist das Wasabi? Hey. Kate, du solltest dich schämen. Wie konntest du das wagen? Du hättest mir fast ins Auge getroffen. Come on! Das war's. Genug geredet. Zeit, das Ding zu probieren. Ich glaube, Kate hat den Verstand verloren. Wünscht mir Glück. Gross. Na, wie ist es? Jetzt will ich auch was von der Torte probieren. Ich bin mir sicher, das wird einfach magisch gut. Ich hatte recht. Das ist der beste Kuchen, den ich je probiert habe. Ich kann einfach nicht aufhören. Das ist eine echte Schokoladenbombe. Schokoladenbombe. Ich hingegen kann meinen Kuchen nicht wirklich essen. Das brennt ja richtig. Oh nein, mein Mund verbrennt gerade. Ich brauche dringend was anderes.
auch noch mehr? Ach, dass du wegkommst. Als Strafe kriegst du noch dieses kleine Rad hier. Okay, schlimmer kann es eh nicht werden. No! Oh nein. Bloß keine Eier. Ich hasse Eier. Das geschieht dir zu Recht. Ich glaube, du musst die Eier nicht unbedingt auf den Kuchen geben. Wie wär's mit einer Eierdusche? Das ist furchtbar. Ich bin völlig nass. Das wird köstlich. Mia, warum schläfst du? Ah ja, genau. Oh ja, ich krieg Bonbons. Und was bekomme ich? Hundefutter? Aber ich bin doch kein Hund. Du musst das Futter aber essen. Und auf mich wartet ein ganzes Fass voller Leckereien. Hey! What? Awesome! Ich habe noch niemals bevor Hundefutter probiert. Aber vielleicht schmeckt es ja. Ich krieg noch nicht einmal die Packung auf. Ach so, das ging so. Oh no! Ja, das stinkt ja richtig. Meine Bonbons gefallen mir richtig gut. Die sind so schön sauer und lecker. Die gehören auf meine süße Torte. Die werden den Geschmack super ergänzen. Erstaunlich, das sieht klasse aus. Awesome. Jetzt will ich aber was probieren. Oh, das awesome. Sieht ja schön aus. Mm, die Säure kann ich spüren. Das gefällt mir. Kate, hör auf, mich anzustarren. Iss deinen Kuchen. Na, ich will die Packung nicht einfach umkippen. Das wird zu viel sein. Eine Handvoll wird reichen. Awesome. Das ist gut. Oh nein, du musst alles damit bestreuen. Okay. Ja, wieso bist du so gemein? Oh no. Na, bist du glücklich damit? Jetzt esse ich diesen Kuchen mit Hundefutter. Ich hoffe, ich muss von der Torte nicht kotzen. Oh. Hey, you. Oh, das ist ja mega eklig. Oh, hallo, wer bist du denn? Du kommst gerade rechtzeitig. Schau, wie viel Futter ich habe. Was ist hier los? Wo kommt der Hund her? Ich bin allergisch gegen Hunde. Mach, dass du wegkommst. Oh, die ist ganz schön gemein. Na gut, wenn Hunde das essen können, kann ich das auch essen. Nein, ich kann nicht. Was jammerst du? Oh, meine Süßigkeiten sind auch mega sauer. Sogar viel zu sauer. Zu schade, dass ich kein Handy hier habe. Ich würde ein Foto von dir machen. Nun, wenn du dich jetzt eh nicht bewegen kannst, dann kann mein Hund natürlich die Torte probieren. Schon wieder dieser Hund. Du hast schon wieder gegen die Regeln verstoßen und nicht das gegessen, was du bekommen hast. Du bekommst ein Bestrafungsrad. Oh no! Nein, bitte nicht. Okay, ich muss es eh tun. Oh nein, das wird mein Make-up ruinieren. Das wird sicher lustig. Oh, jetzt muss ich mir mein Gesicht waschen. Ich finde, das steht dir.